Neue Flugzeuge zu kaufen, das hat immer Auswirkungen auf die ganze Welt. Wir hier von der Lufthansa Cargo zum Beispiel transportieren ja auch nach Brasilien und da transportieren wir jetzt auch mal ein paar Fragen hin. Das macht nicht ich, das macht mein Kollege Patrick Kuschfeld, der bringt die Fragen direkt zu Dennis Fonseca nach Brasilien. Patrick, komm mal her. Was braucht man für Fragen? Ein Mikro, das gebe ich dir jetzt und dann ab nach Brasilien. Wir befinden uns in Brasilien, um genau zu sein, in Viracopos, wo demnächst die 777 landen wird. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer belädt denn hier eigentlich die 777 und kümmert sich um das ringsrum? Und dazu begrüße ich heute den Dennis. Hi Dennis. Hallo Patrick. Dennis, du bist Ops Agent hier bei der Lufthansa Cargo in Viracopos. Was ist deine Hauptaufgabe? Genau, ich bin seit einem Jahr und drei Monaten Ops-Agent bei Lufthansa Cargo und meine Hauptaufgabe ist, mich um das Weight and Balance zu kümmern, um die Abfertigung des Flieger und Beladung und Entladung hier in Viracopos. Und wie war das für dich, als du zum allerersten Mal gehört hast, dass der Flieger hier nach Viracopos kommt? Das war sehr aufregend für mich gewesen, da ich mich freue, meine Kollegen von der 11, die sich umschulen lassen haben, zu 777 wiederzusehen. Das war dann gleich am ersten Flug, den ich annehmen durfte, der Guido Sternemann. Hat mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen und die anderen Kollegen natürlich jetzt auch demnächst. Und du hast gesagt, deine ganze Familie ist sozusagen in der Luftfahrt groß geworden. Wie ist das für die? Ja, für die ist es auch aufregend, weil mein Vater kümmert sich um den Maintenance-Part, ich um den Ops-Part, dann kommen wir nach Hause, unterhalten uns drum und die ganze Familie, die fragt dann halt, wie sieht der neue Flieger aus, wie ist es denn? Dann kommen wir gleich mit den Fotos, mit den großen Motoren. Das ist halt sehr, sehr aufregend für die ganze Familie. Super, ich hatte mich gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, mich auch.